mal, das ist, wenn wir ins Hotel, wenn wir irgendwo eine Fahrt hin machen, sage ich alle in dein Hotelzimmer, alle sind immer dabei, außer Monte. Das steht immer alleine. Kein Bock auf deine Schwanzpalme. Ja, der Mercedes ist ein Racecar. All die Arbeit, man, ist paid off. Wir wollen in den Wildpark. In den Wildpark Schwarzenberg oder so. Was? Schwarzenberg? Wildpark Schwanzenberg. Schwarzenberg? Nein. Wildpark Schwanzenberg. Heißt es wirklich so? Sag doch, oder? Schwanzenberg. Ja, Schwanzenberg ist ja. Schwanz ist ja kein schlimmes Wort. Das ist ja einfach nur der Schwanz von Kaido zum Beispiel. Wie heißt das? Schwanzenberg. Nein. Wildpark Schwarze Berge. Aber ist gut, dass du den Schwanz. Ja. Digga, ach, Schnauze, Digga. Wir gehen einfach dahin jetzt ins Gebüsch. Was macht er? Markiert dein Revier. Ja, markiert dein Revier, verdammt nochmal. Warte, pass auf, Kaido. Stabiler Typ. Schön aufgepasst. Wo ist der Schwanz? Wo ist der Schwanz? So, wir sind jetzt angekommen im Wildpark Schwarzenberge. Mal schauen, wie das da so aussehen wird. So, hier ist noch ein Souvenirshop für Rohat. Rundgang, Wildpark. Das hier sieht schon gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, was der hier zu bieten hat, der Wildpark. Das ist Traditionsort hier. Wer hier aus der Ecke kommt, der war hier mindestens einmal in der Kinderabteilung gestellt. Die Mülleimer haben irgendwas, dass er sich dran rubbeln muss. Echt jetzt? Macht er das immer? Ja, ja. Den Bruder fragt nicht. Warum schiebt er den Stress mit dem? Ich weiß nicht, Bruder. Also gegen eins. Guck mal, das ist, wenn wir ins Hotel, wenn wir irgendwo eine Fahrt hin machen, ich, Monte, Rohat, die Jungs, alle dabei, Breitenberg, sage ich alle in dein Hotelzimmer, alle sind immer dabei und chillen immer zusammen in einem Zimmer, außer Monte. Das chillt immer alleine. Ich hab keinen Bock auf deine Schwanzparty. Luxus. Oder ja, nee, wie heißt das? Das heißt Limbo. Limbo, lass mich mal einmal probieren. Versuchst du? Ich hab's noch nie gemacht, Bruder. Warte, hab ich? Schau mal, Bre. So? Ja, ja. Boah. Ja, schwierig, nee, glaub nicht, Digga. Rohat? Oh, das ist richtig. Digga, ja, man muss aber wenigstens einmal richtig probieren. Ja. 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 Nee, hat er nicht geschafft. Halt mal fest. Er schafft, Bruder, manchmal verkehrt. Oha. Oh. Hä? Ja, es war geschummelt, Bruder. Ah, wieso? Wieso schummel ich immer? Scheiß drauf. Aber da soll mal einer sagen, Schweine können nicht laufen. Ja, Bruder, die laufen richtig schnell. Aber Bruder, so fett sind die nicht. Bruder, vertrau mir, das ist ein reiner Muskel, Digga. Das, weißt du, was du auch. Also Wildschweine sind sehr gefährlich auch. Ich weiß. Gerade wenn die noch Zähne haben. Hey Bruder, da ist doch schon voll viel Essen. Ich glaube einfach, die haben so viel, ne? Nee, ja, kein Bock. Da reibt sich auch dran. Geil, wenn die Schlägerei wieder machen gleich. Machen die? Ja, er ist der Chef hier. Ich will deren Reißzähne mal sehen. Guck mal den da hinten am Bauen. Er ist der Chef, sagt er. Er genießt einfach. Ja, könnte auch halt auch fast sein, dass er der Chef ist. Ja, der hier ist der Chef. Man sieht auch an den Haaren, der ist älter. Bruder, die nehmen nichts mehr. Hier ist da so viel Futter drin. Oder er stellt sich einfach mit seinem Arsch da rein ins Essen. Nee, die sind schon überseitig. Guck mal, die Babys da hinten, Digga, wie die ganze Zeit. Oh, die kleinen Ferkel? Ja, ja. Oh, da ist oh, ja. Ja. Jetzt geht's los. Hau ich aufs Maul! Ich glaube, die kannst du geben auf meine Hand. Nein, Bruder. Ach ja, hier passt meine Hand nicht mal durch. Die essen von Hand, die lecken das einfach nur ab. Okay. Ja, Rohat, du führst es natürlich wieder wie Meister. Einfach reinkippen, das war's. Zeig mal, lass ihn von deiner Hand lecken. Nee. Wieso? Oder kipp das auf deine Haare und lass ihn von deinen Haaren ablecken. Ja. Guck mal, die Kuss. Das nicht, aber beim... Oh, die ist ja schön. Die sieht einfach aus. Digga, die sieht aus. Die sieht richtig schön. Guck mal, sogar mit dem Baby. Die haben mein Leben komplett auseinandergenommen.
Das sind einfach keine echten Kühe. Ich gehe raus hier. Schaut euch das an. Ich überschätze das nicht. Bruder, 5 Minuten sagst du? 100 Gifte Zaps. Gebe ich dir. Also keine Wette, du musst mir nichts geben, wenn du es nicht schaffst. Aber wenn du das schaffst, in 3 Minuten. Ah, das Ding ist, da sind so viele Leute, das nervt halt. Ja, einfach überholen. Wo ist das Problem? Ja, genau. 5 Minuten ist easy. 100 Gifte Zaps? Ja. Okay. 3 Minuten. Ja. Faust? Okay. Wir werden sehen. 5 Minuten? Nein, zu spät, du hast Faust gegeben. Also okay. Wenn du das schaffst, in ich gebe dir noch 30 Sekunden extra, in 3,5 Minuten hoch und runter, oder gebe ich dir 500 Euro? Wir gehen jetzt zum Schwimmplatz und dann gehen wir raus. Das ist keine Wette. Wenn du es nicht schaffst, musst du nichts geben. Wenn ich es schaffe, muss ich nichts geben. Okay. Okay, von dir kriege ich nichts. Von mir bis nach oben 100 Zapfgiftes. Von oben nach unten. 3 Minuten, du musst Timer machen dann, ne? Ja, gib her, ich mach Timer. 3,5 Minuten abwarten. 3,5 Minuten. Was hat er gesagt, wie viel? 500. Von dir auch, okay. Wie gefickt er sein wird danach, darum geht es mir. Mir ist das Geld egal und mir ist es egal, ob er schafft. Er wird danach tot sein, Digga. Wird er auch. Guck mal. Du unterschätzt das, Bruder. Das wird so heftig auf die Beine gehen. Deswegen habe ich auch damals schon mit Holger die Wette gemacht, weil ich einfach den Bruch danach sehen will. Und das Geld, die 500 Euro, Bruder, du bist der Gelehrte. Eigentlich ist es Scheitan, weil er hat gerade gewettet. In der Fastenzeit um Geld. Aber jetzt muss ich ihn beschützen. Er hat nichts dagegen gewettet. Das heißt, er hat kein Geld verloren. Ja, aber er hat trotzdem ein gewettetes Geld an. In der Fastenzeit. Das ist eher eine Belohnung. Es ist eine Belohnung. Ja. Bruder, wenn er sie dann noch in der Fastenzeit spendet, King. Weißt du, was meine Belohnung ist? Mhm. Dass er gleich komplett tot ist. Bruder, es ist 1 Minute schon rum. Ich weiß nicht, wen er hier verarschen will. Wo bist du, Rohat? Die Kinder verstauen auch. Ja, das weiß ich. Die Frage ist, wie überprüfen wir, ob er oben war? Ja, er muss von oben winken oder so. 100%. Also wenn er von oben nicht winkt? Wenn er von oben nicht winkt, okay, dann hat er den verloren. Gut, dann ist die Wette einfach vorbei. Schon, er hat noch 2 Minuten Zeit. Rohat! Weiter! Bruder, ist doch nicht vom. Guck mal, wie weit der Turm noch hoch geht. Ich schwör's, der kommt jetzt runter vom Turm. Ich glaube, er hat aufgegeben. Er hat niemals, Bro, das hat er niemals jetzt geschafft. 2 Minuten 40 schon. Bruder, er ist so gefickt. Guck mal, wie langsam er runterkommt sogar. Da ist er. Er ist am Arsch, Bruder. Er ist tot. Und er fasst noch. Er hat nur Muskelverkleidung über die Beine. Der Arme. Was ist los, Rohat? Hast du gesehen, wie er abgeschnauft hat? Senior, Sie haben Geschäft in 4 Minuten 20. Was sagen Sie dazu? Ich hätte das doch nicht mal ganz oben. Ich hätte das sogar schaffen können. Du warst bis zur Mitte? Nein. Doch. Ich hätte noch eine Etage gebraucht, dann wäre ich ganz oben gewesen. Aber konnte ich verarsch mich nicht. Gut, aber wieso? Du hast vorher abgebrochen? Ja, ich konnte nicht mehr. Digga, ich bin schon mit. Oder, aber das war, sei ehrlich, du hast unterschätzt. Ich hab. Ja, es geht. Ich war am Anfang richtig schnell eigentlich. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Wie geht's hier in dem Bereich? Der war das. Der war schön. Tut dein Bein immer noch weh, doch, oder was? Ja, wenn man Sport machen soll, dann ja. Ich hab's dir gesagt. So, jetzt hier. Neigt sich dem Ende. Wir gehen gerade wieder Richtung Ausgang. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Futter. Rohat hat einfach den krassesten Gehstil, den es gibt. Dann guck mal jetzt, wie er geht. Guck mal, achte mal drauf, wie er geht. Oder alles gut, geh einfach, komm. Jetzt ist. Oh nee, Digga! Der Berg da hinten muss hochgelaufen werden jetzt noch. Eine Runde hier im Pool abkühlen, sagst du, Rohat? Was ich richtig gerne machen würde, aber das wäre so ehrenlos. Ich würde ihm so gerne ein richtig geiles Eisbein nochmal für den maximalen Brust. Aber auf andere Seite? Ja, ist scheißegal, Bruder. Aber ja, andere Seite wäre. Lustig. So, wir sind jetzt auf dem Spielplatz hier gelandet. Hunde sind hier nicht erlaubt, weißt du, ne? Aber egal. Wir sind jetzt hier. Und ich werde jetzt diese Rutsche hier runterrutschen. Rutschen oder fallen? Schauen wir uns das mal an. Boah, Digga. Das wird Krise, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ja? Ja.
Willst du mich nicht vorne auffangen wenigstens? Bruder, ich werde so mit meinen Hintern da aufsetzen, ich weiß das jetzt schon. Ich zeige euch das mal, wie es von oben aussieht. Scheiß drauf, Digga. Digga, Bruder, sind wir hier im Spielplatz oder in Heidepark Soltau? Wie geil ist das denn? Oh, ich glaube, ich krieg das safe rein, Bruder. Da brauche ich gar nicht. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ich krieg dir nicht zu. Digga, er schon verlässlich an diese 190, Digga. Ich krieg dir aber nicht zu, Bro. Nicht, dass ich das dreht mir schlecht. Hat dreht? Ja, okay. Das ist ja ein Kreis, sieht man ja. Muss er selber drücken? Warte, ab, Bruder. Nein, nein, ist einfach nur fahren, Bruder. Ich bin nicht mehr sicher, ob das sich auch noch um die eigene Achse dreht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht. Um die eigene Achse? Kommt er wirklich noch gleich? Ich glaube nicht, Digga. Bleibt er so? Ich glaube, da passiert gar nichts, Digga. Ich war einfach nur einmal im Kreis fahren, gerade das Highlight. Aber sicher bin ich mir nicht, kann auch sein, dass er nicht noch dreht. Nee. Verarsch mich nicht. Ja? Bruder, für jung und alt, weißt du, wie ich meine? Aber Bruder, das war gerade, wenn ich mein Kind um Kreis trage, war spektakulärer. Ja, dann mach das. So, wir sind am Ende, wir gehen jetzt raus hier von Schwarzenbecker. Wildpark Schwarze Berge. Wie heißt das? Wildpark Schwarze Berge, ganz einfach. Wildpark Schwarze Berge. Hier gehen wir nochmal raus. Und ja, Digga. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen stabil sehen. Digga, Rohat. Was willst du versuchen, Bruder? Er wollte gegendrücken, der Arme. Na, auf jeden Fall war sehr Togo hier. Und ein paar Sachen waren Korall, aber das meiste war Togo, sage ich ehrlich, wie es ist. Für Familie. Lass mich in. Das wird sich durchsetzen. Was? Togo und Korall. Das wird sich so durchsetzen, Digga, wie deine Diät. Wieso? Kennst du Togo? Nee. Ja, also, wieso weiß ich. Ja, aber weil, wer sagt Togo und Korall, Bruder? Was ist das? Ja, also Perla von Sponsor sagt Korall. Ja. Statt cool, Korall. Und Togo ist. Durchsetzen. Hast du nie früher Togo geguckt? Nein. Wolltest du nie in diesen Supermarkt mit rein, wo die Geschenke rausholen, diese Spielzeuge? Doch. Ja. Das war richtig Togo. Trotzdem werde ich es nicht Jahre später mit 34. Ich werde ihn so therapieren, bis er sagt Togo. 34 Stunden. Mit wie vielen Jahren? Was nochmal? Mit 34 Jahren. Hast du kein Problem mehr damit jetzt mittlerweile? Nein, weil ich hab noch nie damit ein Problem gehabt. Achso. Überleg mal, Digga, wenn GTA 6 draußen ist und wir GTA 6 IP machen, erst einmal 40. Vielleicht, ja. Trotzdem werde ich mit 14 mehr Zuschauer mal zu, du kleiner Hund. Das kann sein. Inshallah ist er dann 40. Vergiss dich, mein Bruder. Inshallah, das stimmt. Er schmeißt Auge schon wieder. Bruder, er ist ein falscher Mensch geworden. Nein, er hat sich nicht. Ja, nee, ist, Bruder, Diebstahl bei mir im Haus. Lass mich nicht mehr bremsen. Menschen sind so hässlich. Scheiße Konsequenzen. AP ist am Glänzen. Schick mir einen Engel. Wann ist es zu Ende? Ringe an den Händen. Stimme und vergessen. Yeah.